Ja, Herr Meier. Tolles Angebot. Bleiben Sie am besten direkt in Ihrem Stuhl sitzen. Verlassen Sie den ja gar nicht. Ich bin in spätestens 5 Minuten bei Ihnen. Aber da schlage ich direkt zu, Herr Meier. Also, wenn Sie mir das schon anbieten, bleiben Sie sitzen. Ich bin unterwegs. Ja. Tüdelü. So, moin, Freunde. Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in der XXL Class Farm. An diesem jetzt doch nicht mehr so sonnigen Tag. Bis gerade hatte ich hier noch wunderschönen Sonnenschein. Das seht ihr da hinten. Das ist alles weggezogen. Saß bis gerade in meinem wunderschönen Pool. Hab das Wetter genossen. Und habe jetzt von Herrn Meier, dem ansässigen Shophändler, plötzlich einen Anruf bekommen. Ich solle doch mal geschleunigst schnell vorbeikommen. Er hat was ganz, ganz Tolles für mich. Und das lasse ich mir nicht entgehen, Leute. Schön, dass ihr wieder da seid. Wenn es euch gefällt, ihr wisst, wie es geht. Daumen nach oben da lassen, würdet ihr mich wirklich sehr unterstützen. Und zwar geht es hier heute ein bisschen, ja, mit einem kleinen DLC weiter. Und zwar das Querland und Recon Ficon Equipment Pack. Und deswegen hat mich der Herr Meier auch gerade angerufen, denn er hat was zum Testen für mich. Und zwar hat er mir ein Front- und Heckmehrwerk von Querneland zur Verfügung gestellt, welches ich doch tatsächlich mal für ihn testen soll, und hat sogar ein Feld für uns gepachtet, wo wir das Ganze ausgiebig testen dürfen. Und da bin ich jetzt auf dem Weg hin. Das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen, weil wenn ich schon den Anruf bekomme, hier als eigentlich noch recht frischer neuer Jungbauer in Ellerbach, lasse ich mir diese Chance nicht entgehen, um das Ganze auch mal zu testen, und werde uns deswegen jetzt einfach mal in Richtung Shop bewegen. Muss ich kurz gucken, dass ich hier rumkomme. Und dann werden wir mal dieses Schmetterlingsmehrwerk, so wie es da steht, komplett testen. Unterwegs im Class Axion 860 heute. Muss ich echt sagen, der macht's, der tudet, der hat die Lust. Und die Kühe sind auch mittlerweile gut versorgt, also. Wir sind auf jeden Fall auf dem besten Wege dahin, ein guter Landwirt zu werden, auch was die Kühe und so angeht. Und eigentlich hatte ich heute geplant, hier rechts mein Feld zu bewirtschaften. Das ist nämlich jetzt soweit fertig. Wir haben die ganzen Ballen und so davon weggeholt. Jetzt steht ihm eigentlich nichts mehr im Grunde entgegen, zu sagen, so, wir werden jetzt dort die Felder wieder bewirtschaften, Weizen oder so anbauen. Und jetzt kriege ich tatsächlich von Herrn Meier den Anruf. Er sagt: Herr Jocko, kommen Sie mal vorbei. Ich habe da was für Sie vorbereitet. Ich sollte doch unbedingt mal die neue Marke testen. Ob sie überhaupt auf dem Markt bestehen kann. Ich glaube, er will sie irgendwie anpreisen, verkaufen und so. Und ja, er sucht irgendwie jemanden, der so Stiftung Warenblöd mit den Dingern macht. Und deswegen werde ich jetzt das Ganze mal ausprobieren. Wenn er mir das schon anbietet, ich habe halt nur ein bisschen Sprit verbraucht. Das ist aber gar kein Problem. Dafür kriege ich dann bestimmt wieder beim nächsten Kauf bei mir im Shop ein paar Prozente. Hoffe ich zumindest, dass er mir da wieder was zur Verfügung stellt. Das ist ja immer so ein bisschen so das Geben und das Nehmen, ne? Ich sag jetzt ohne Diskussion: Ja, komm, ich komme vorbei. Ich könnte ja auch sagen: Ja, aber wer zahlt mir denn den Sprit? Ne? Zum Shop hin, zum Shop zurück, zum Feld, auf dem Feld arbeiten. Ne? Wahrscheinlich auch das, was auf dem Feld liegen bleibt, wird nicht mir gehören, weil das ist ein reines Testobjekt, ein reines Testgelände, wo ich einfach nur dieses Equipment Pack mal testen soll. Ich bin ja mal gespannt, ob er danach noch zu mir kommt und wenn ich ihm zum Beispiel mitteile, dass das Mehrwerk gut ist, ob er mir vielleicht auch noch einen Schwader oder einen Wender oder eine Ballenpresse so zur Verfügung stellt, weil ich sag mal so, ich bin auf Glas spezialisiert, aber man kann sich immer ein bisschen weiterentwickeln, ne? Und deswegen, warum nicht? Hauptsache, ich habe meine Glasgeräte, und mit dem bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Zum Shop sind es ja Gott sei Dank nur 4 Kilometer, so mit 5 Minuten Fahrt mit dem Traktor. Es geht recht schnell. Boah, ich muss unbedingt mit der Gemeinde hier reden. Die sollen da einen Zebrastreifen hinmachen. Die Leute laufen da so oft über die Straße und ich erschrecke mich immer als Traktorfahrer. Vor allem, ich habe ja auch einen längeren Bremsweg als normale PKWs, ne? Meine Güte. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier denn Schönes bekommen. Jawoll, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Was haben wir denn da? Querneland. Stimmt, das ist jetzt als Vicon und Querneland. Wir haben das Querneland 3332 FT, passend dazu das 53100 MT als Schmetterlingsschneidwerk. Der Marke Querneland, oh geil! Geil, er hat er sogar vor allem auch direkt aufgerüstet und hat uns hier die zwei Förderschnecken zur Verfügung gestellt, oder Förderbänder, wodurch wir Schwad machen können. Ey, das wäre eine schöne Kombi. Da muss ich mal mit dem Herrn Meier reden, ob wir dann vielleicht noch eine Ballenpresse testen könnten. Dann könnten wir nämlich unsere Grasballen mal ein bisschen erweitern für unsere Kühe. Ist ja nicht so, als hätte ich da nichts zu tun. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz spannend, muss ich sagen. Wir gucken mal, dass der Klaas dafür vorgewappnet ist. Das sollte er. Er hat auf jeden Fall die Vorbereitung Front und Heck. So, Front da dran. Und das einmal hier mit dem Heck. Oh, jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir hier parat kommen. Nicht gegen den Zaun fahren. So.
Ja, das sieht schon mal gut aus. Gut, hält, passt, wackelt, hat Lust. Er sieht ein bisschen lustig aus, aber ich muss sagen, durch die roten Felgen passt das eigentlich. Guck mal, das ist genau das gleiche Rot, was wir hier haben. Das passt eigentlich ganz gut zusammen. Schläuche, alles angekoppelt, wunderbar. Das sieht wirklich sehr detailreich aus. Ich da mal gucke, da sind alle Schläuche mit dran. Also Hydraulik, Bremsleitung, sehr schön. Und Front auch, ist auch mit dran. Die Hydraulik wurde angeschlossen, somit könnten wir hier mitarbeiten. Also ich muss sagen, doch, gut aussehen tut es auf jeden Fall. Und der Axion 870, der macht auf jeden Fall gut was her. Dann werden wir jetzt mal rüberfahren. Und zwar hat er uns Feld Nummer 143 gepachtet, um uns dort eine kleine Testwiese aufzustellen, wie sich dieses neue Schmetterlingsmäherwerk mit Frontmäherwerk überhaupt auch auf der Feldarbeit macht. Wir werden das Ganze jetzt mal testen. Ich bin ja momentan noch auf Glas fixiert. Also ich habe auf meinem Hof die typischen Glasgerätschaften. Aber jetzt werden wir hier mal mit Querneland und Vicon ein bisschen testen. Diese Ausführung gibt es in zweierlei Arten. Das hatte mir der Herr Meier auch schon erzählt. Es gibt einmal das Vicon. Das ist dann in dem Vicon Rot. Oder es gibt halt die Querneland-Ausstattung. Die ist halt rot-türkis, ist das, glaube ich. Und da gibt es diese zwei Varianten. Und er hat uns jetzt das Querneland geholt. Das Vicon, das hatte ich schon mal getestet. Das werde ich euch auch am Ende des Videos gerne nochmal verlinken, dass ihr auch nochmal diesen Weg dahin bekommt, wo wir das mal getestet haben. Aber heute werde ich hier mal mit dem Querneland ein bisschen was machen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir vielleicht die Grasballen tatsächlich, wir fahren jetzt gerade aus, für unsere Kühe weiterverwenden können. Er sagte mir nur, er hätte das Feld gepachtet. Es wäre ein Testobjekt, ein Testfeld. Aber was passiert mit dem Gras? Das würde dann da rumliegen? Und das war's doch eigentlich, ne? Deswegen würde ich ihm vielleicht fragen, ob er noch eine Ballenpresse hätte. Und dann könnte man mit der Ballenpresse auch noch die Ballen pressen und dann mit unserem Freund da alles rüber zu unserem Hof fahren. Und dann haben wir dort frische Grasballen. Ich denke mal, wenn der Herr Meier hört, dass wir damit unsere Kühe bewirtschaften, er auch da einen guten Nutzen dran sieht, dass wir was für den viehwirtschaftlichen Betrieb tun, ne? So, jetzt müssen wir hier links. Das verpasse ich immer. Ich denke immer an den Briefkasten. Wenn ich den Briefkasten sehe, weiß ich genau, ich bin richtig. Das war jetzt doof gelaufen. Das war natürlich keine Absicht. Aber es ist auch verdammt eng, muss man sagen. Also das Schmetterlingsmähwerk, das trumpft natürlich ein bisschen in der Breite auf. Man kann mal gucken. Ja, doch, so ein bisschen. Ja, ist eigentlich relativ gleich breit. So wie mein Glas es eigentlich ist. Aber es trumpft schon ein bisschen auf. So, jetzt müssen wir hier vorne hinterm Baum rechts. Genau, und da vorne war das Feld. Er hatte extra einen Luftballon da dran gehangen, damit ich das nicht verpasse, wo ich hin muss. So, man muss vor allem mit dem Schmetterling immer aufpassen, dass man nicht oben, irgendwo oben an den Bäumen hängen bleibt, ne? So, jetzt gucken wir doch das Ganze mal, ob das hier auch funktioniert. So, aufgeklappt ist es. Runter und an, das geht schon mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich das aufklappe, wenn ich hier so ein bisschen auf der Geraden stehe. Sonst gibt es hier gleich Tote. So, jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Mal kurz gucken. Ah, hier, das hier. Oh, das ist knapp. Ja, das funktioniert. Ah, das sieht doch sehr gut aus. Wunderbar, die Seiten klappen aus. Sehr schön. So, jetzt haben wir kein Schwart. Ich möchte das Ganze aber in Schwart haben. Das bedeutet, ich muss jetzt hier einmal umswitchen. Das ist Schwart komplett. Dann gibt es Schwart nur links, Schwart nur rechts oder gar kein Schwart. Wir machen komplett ein Schwart. Dann haben wir nämlich direkt alles in der Mitte und können direkt damit dann weitermachen. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass er mir eine Ballenpresse irgendwie zur Verfügung stellt. Sonst nehme ich meine eigene. Aber ich weiß, dass es auch da eine Ballenpresse gibt. Vielleicht hat er da ja Interesse dran. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es sich hier auf den Feldern macht, Leute. Was ich schon mal ganz cool finde, ist die Übersicht. Man kann alles sehr gut erkennen. Man kann damit sehr gut arbeiten. Und der Schwart auch mal von außen gesehen, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Boah, habe ich hier lange nicht mehr gemäht. Okay, das ist aber voll ausgewachsen hier. Stimmt, die habe ich noch nie gemäht. Aber das ist ja wirklich mal voll ausgewachsen. Ah, das sieht doch schon mal geil aus. Guck mal, wunderschön. Alles in die Mitte geschwadert. Und der Axion 860 macht das wirklich sehr, sehr gut. Ich habe extra hinten Radgewichte drin, damit ein bisschen mehr Druck herrscht auf den Reifen. Aber der macht das wirklich sehr, sehr gut hier und hat auch die Power dazu. Ich freue mich, ich gebe nicht mal Vollgas. Weil ich will ja hier auch mal komplett die Ecken wegmachen. Denn das ist der Vorteil an so einem Mähwerk mit einer Schwadfunktion. Ihr habt nämlich hier die direkte Chance, das Gras vom Feldrand wegzubekommen. Ich denke mal, der ein oder andere weiß, was hier das Problem ist. Es passiert immer wieder mal, dass wenn ihr jetzt hier nicht mit einem Schwadmäherwerk arbeitet, dass das gemähte Gras rechts am Rand liegt, dann fahrt ihr vielleicht noch mit dem Wender drüber und spätestens dann liegt die Hälfte auf der Straße. Und das kriegt ihr nicht mehr weg. Und hier gibt es jetzt die Chance zu sagen,
Nee, ich schwader mir alles rüber und dann habe ich das direkt beisammen liegen. Wenn ihr natürlich nicht auf Schwad aus seid, sondern ihr wollt trotzdem wenden, dann könnt ihr natürlich die rechte Seite dennoch hoch, die linke Seite hochklappen. Dann habt ihr links Schwad, Entschuldigung, links normal gemäht, in der Mitte gemäht und rechts ein Schwad, der das von der Straße rüberholt. Das heißt, ihr habt da eine schöne Kombi aus allem, weil ihr einfach es vom Feldrand wegbekommt. Das finde ich wirklich eine gute Option dafür. Und ich weiß, beispielsweise jetzt könnten wir halt mit voller Breite fahren und sagen, wir machen jetzt komplett auf Zeta, also auf Wender. Und könnten beide Seiten hochklappen. Ich bin aber jetzt hier, wie gesagt, auf Schwad aus und will mal gucken, dass ich das wirklich irgendwie verdrückt bekomme, dass wir die Möglichkeit bieten, das hier zu nutzen. Weil es wäre jetzt schade, wenn jetzt bleibt das hier liegen, dann vertrocknet es, dann wird es eh zu Heu und was wird dann damit gemacht? Ja, nichts mehr. So, 22 km/h schnell können wir mit diesem Geschoss fahren. 22, das ist schon ordentlich. Also, damit machst du wirklich mal schnell ein Feld weg. Ich finde das wirklich genial. Auch hier, ne, schöne Übersicht. Man kann ein bisschen in die Bäume reinfahren, ohne dass da direkt was passiert. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das hier... Ey, das ist doch wunderbar. Also ich finde das wirklich sehr, sehr geil. Und vielleicht... Nee, kaufen will ich es eigentlich nicht, aber vielleicht... Es ist eigentlich eine Überlegung wert, ne? Aber dann... Es ist ja die XXL Class Farm, also hauptsächlich Class-Gerätschaften. Also eigentlich wäre ein Kauf nicht von Vorteil, ne? Eher von Nachteil, weil ich glaube, ich setze Geld in die Welt oder schmeiß Geld aus dem Fenster, wo ich schon alles dafür habe. Aber ganz ehrlich, ich lasse mich für den Test nicht lumpen. Da bin ich ganz ehrlich zu euch, Leute. Wenn mir schon so ein kostenloser Test zur Verfügung gestellt wird, finde ich das wirklich sehr, sehr geil. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Es ist mal ein bisschen was anderes zur Class Farm. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden kleinen einzelnen Zuschauer, der hier wieder mit dabei ist. Und ihr wisst, wie ihr diesen Kanal supporten könnt, Leute. Vielen, vielen Dank an wirklich jeden von euch. Was ihr momentan macht, auch mit der XXL Class Farm, die ist momentan wirklich gut besucht. Da ist wirklich ordentlich was los, muss ich sagen. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, Leute. Also vielen Dank an die gesamte Community. Und jetzt gerne auch nochmal in der Außenansicht. Ich könnte mir die Rundumleuchten ausmachen. Das ist genial. Du kannst wirklich wunderbar deine Bahnen mähen und hier nach und nach fertig machen. Also ich finde es super. Macht echt Spaß damit. Vor allem auch Beleuchtung, alles mit dabei. Da hinten gibt es so eine kleine Heckbeleuchtung, dass man auch alles sieht. Das ist wirklich sehr geil. So, absetzen. Das sieht auch richtig schick aus. Also wirklich, wie man sieht, wie das Gras da gemäht wird, aus dem Trichter rausfällt auf die Förderbänder und dann über diese Förderbänder in die Mitte gefördert wird. Also das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Muss ich wirklich mal sagen. Ich zeige euch das jetzt mal so. Ihr seht selbst, die Förderbänder sind am Laufen. Also man sieht sie... Man sieht sie auch wirklich sich bewegen. So, Moment, ich muss noch da runter. Also man sieht auch wirklich, wie sie sich bewegen, diese zwei Förderbänder. Und jetzt hier wunderbar das Gras in die Mitte schwadern. Also ich finde das echt genial. Wirklich, eine ganz, ganz tolle Sache. Und somit haben wir hier rucki-zucki ein Feld fertig. Jetzt fahren wir hier noch die letzte Bahn. Das ist tatsächlich schon die letzte Bahn. Also das geht wirklich sehr, sehr schnell. So, zack, zack. Wunderbar. Oh, ne, ein bisschen was bleibt noch liegen wahrscheinlich. Ja, ein klein bisschen da. Eine Bahn noch etwa bleibt noch liegen. Und dann habe ich es aber auf jeden Fall fertig. So, jetzt noch einmal drehen. Genial, Leute. Echt genial. So. Jetzt können wir nämlich von hier zack runter, zack. Und jetzt werde ich gleich wieder direkt zu Meier fahren. Und dem mal fragen, was er denn da für uns machen könnte. So, wunderbar. Fertig, Leute. So schnell geht das. Echt genial. Wieder zusammenklappen. Wir bringen das Ganze wieder rüber. Aber ich muss auch sagen, auch schöner Schwad. Also wirklich. Gut, hier ein kleiner Versatz mit drin. Aber ansonsten ist wirklich ein sehr schöner Schwad hier geworden. Sauber und ordentlich. Das sieht halt auch alles sehr gut aus. Vor allem, man könnte sagen, gute Qualität. Perfekt für, ob ihr die Straßen zu fahren. Also müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass ihr zu breit seid. Guckt mal, wenn wir jetzt mal hier die Flucht gucken. So. Ne, das Front- und Heckmehrwerk ist gleich breit, ein klein bisschen breiter als der Axion, aber wirklich nur ein klein bisschen. Und von vorne gesehen ist es, ja, von vorne gesehen ist es vielleicht ein bisschen mehr. Wenn man mal von hier guckt, ja, ist ein klein bisschen näher, aber ansonsten wirklich sehr, sehr gut gemacht. So, meine lieben Krähen, ihr kräht schon wieder da umher, ne? So, ich fahre mal zurück, ich werde mal mit dem Herrn Meier quatschen. Ich werde ihm auf jeden Fall berichten, dass das sehr gut geklappt hat. Ist vor allem ein schönes Testfeld. Vielleicht kann ich das ja auch später einmal übernehmen. Muss ich mal mit ihm quatschen. Aber ich werde ihn auf jeden Fall jetzt mal fragen, ob er nicht zufällig auch noch
uns eine Ballenpresse zur Verfügung stellen kann. Wenn er sie getestet haben möchte, warum nicht, dann werde ich sie testen. Vor allem, ich muss mal links hier zusehen, Leute, das ist unser Feld, ne? Da liegt immer noch die Schwartablage. Die Strohablage vom Dreschen. Die müssen wir auf jeden Fall mal einsammeln, so frei ist. Ja, ich habe das blaue Auto gesehen, ich hatte aber... Sowieso war ich ein bisschen schneller unterwegs. Und auch hier über die Straße muss ich wirklich sagen, also es ist grenzwertig, er ist recht breit, ja. Aber man kann damit auch wirklich fast doch, man kann einwandfrei über die Straße fahren. Also ich mache mir jetzt keine Gedanken, dass ich hier zu breit bin und irgendwie hier was weghaue. Ich muss mich einfach nur aufs Fahren konzentrieren. Was mich ein bisschen wundert ist, der hatte keine Heckleuchten separat. Also zusammengeklappt sieht man hinten eigentlich gar nichts, weil zum Beispiel jetzt gerade blinke ich eigentlich rechts. Ne, man sieht es nicht. Also da ist der Blinker, aber es gibt jetzt hier keine Zusatzfunktion, die sagt... wir brauchen Heckleuchten oder so. Ich weiß nicht, ist das bei einem Schmetterlingsmehrwerk normal, Leute? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Braucht ein Schmetterlingsmehrwerk nicht noch separat so zwei, so weiß ich nicht, so ein Elektroanschluss, dass er am Heckmehrwerk Bremslicht und Blinker hat? Weil man sieht es ja jetzt als dahinterfahrender absolut gar nicht, ne? Schreibt das wirklich mal in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr interessieren, wie das hier gesetzt ist, Leute. Und ich bin jetzt hier beim Herrn Meier. Und werde ihn jetzt direkt mal fragen, Leute. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. In der nächsten Class-Folge wird es dann hier in Ellerbach auf jeden Fall weitergehen. Ich bedanke mich bei euch schon mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich parke jetzt hier und gehe direkt mal in seinen Laden rein und frage mal, was da Sache ist, Leute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bichokus raus. Tüdelü. Und tschüss.